Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Rune King. So, wir nehmen das einmal mit und dann haben wir noch Runen zu machen bei Pike, by the way. Einen aktiven Versteckteil. Ich würde das rausnehmen. Steht am Ende des Kampfes bei allen Gruppenmitgliedern. Oh. Halt den am schwersten verwundeten Verbündeten bei einem Todesstoß. Maximal besetzt, heilt sie sich über 3 Runden hinweg. Aha. Also das da und das da hört sich ziemlich nice an. Das brauchen wir nicht. Hallo? Ah, okay. Mit einem Schild, ja. Crit. Hast. Erhöht die kritische Trefferchance. Aha. Entzündet das Ziel bei einem kritischen Treffer. Gewährt sein, wenn man einen Angriff ausweicht. Pike ist das und Pike. Erhöht die kritische Trefferchance. Wird eine Chance von 20% auf Tarnung. Erhöht die kritische Trefferchance während der Tarnung. Gewährt Henker, wenn ein Gegner der Todesstoß versetzt wird. Hört sich irgendwie alles gut an. Irgendwie. Hört sich alles ziemlich gut an. Ich weiß halt nicht, was Henker ist. Ich würde vielleicht hier rein. Aber ich bin mir nicht sicher. Sagen wir, ich bin mir nicht sicher. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Da war das. Das konnten wir noch nicht benutzen. Wir sind hier oben. Sind die Monster wieder nachgespawnt? Die wir schon bekämpft haben. Ich weiß es nicht. Ja. Kein Wachstum ohne Prüfung. Dann spam ich die tot. Munitionsverschwendung. Okay. Die sind ja schon ziemlich schwach. Da drüben brauchen wir dann nicht mehr hingehen und dann gehen wir hier rechts lang. Nochmal die Map öffnen, dann müssen wir nicht lang, bis nach oben. Okay, Miss Fudge macht ziemlich krass viel Damage mit ihrem ersten Schlag. Deswegen würde ich doch auf den hier gehen. Oder ich mach diesen hier. Wer ist jetzt dran? So, dann. Wie gehe ich denn? Gewährt Tarnung. Könnte hier reingehen. Dann würde ich das hier gehen. Dann würde ich auf dich gehen. Und
Dann gehen wir hier normal auf den, I guess. Munitionsverschwendung. Und hier würde ich dann gerne einmal Pike heilen. Vielleicht sind wir uns doch ähnlich. Gleich wieder. Einfach bleiben lassen. Okay. Dann habe ich hier die. Genau, ich habe die Tür hier aufgemacht und wir wollten hier rein. Okay. Genau, da war ja was. Die Tür ist schon offen. Beeilung, ich habe eine Stadt zu regieren. Wenn ich das hier auf dich mache, du hier leidest und Ilaoi diesen hier macht. Zu langsam. Wer ist jetzt dran? Jeder sagen. Na denne, haben wir hier Loot? Nein. Warte mal. Nein, das war falsche Taste. Das war richtige Taste. Oh, Kamera schwankt. What is dies? Ein dünnes Gitter mit Wasser auf beiden Seiten. Pike könnte es verwenden, um sich damit zu einem anderen, Ort zu reisen. Gehen wir mal gucken. Wir müssen wahrscheinlich das hier aufmachen. Aha. Ein improvisiertes Bett wurde in ein zerstörtes Bücherregal untergebracht. Die Reiche der Geisterband 1. Okay. Wer ruft? Eines Astronomen. Es sind noch 4 Tage bis zur Königsflut und meine nächtlichen Beobachtungen wurden durch die Gewitter und den sintflutartigen Regen vermaledeit. Es war heiß und schwül und selbst der grauende Morgen bescherte keine frische Brise vom Meer. Irgendwo über unseren Köpfen, über dieser erdrückenden Decke, sind Schimmer der Himmelsgeometrie verborgen, die nur danach schreien, gesehen, gelesen und gehört zu werden. Doch stattdessen erwache ich jeden Nachmittag klebrig und erschöpft. Dann solltest du dich vielleicht waschen? Meine Notizen nichts weiter als eine einzige gepunktete Linie und diese traurige Geschichte. Wie sollen wir die Zukunft kennen, wenn wir nicht einmal die Gegenwart sehen? Also, klebrig. Ist schon ein bisschen eklig. Oder der badet in Schleim. Das könnte natürlich auch sein. Dann gucken wir mal hier drüben. Hier ist wieder eine Säule. So. Nachspiel. Im Dorf ist es schlimmer als am Hafen. Bisher gibt
gibt es keine Probleme, aber überall herrscht eine Art Stillstand. Wir haben noch keine Leichen gefunden, doch die Leute hier sind ganz klar nicht mehr unter den Lebenden. Sie sehen aus, als bestünden sie aus Nebel. Habe versucht, mit einigen zu reden, manche antworten sogar, aber es ist, als würden sie eine ganz andere Unterhaltung führen. Haben aber unsere Vorräte gefunden. Genug Holz und genug Öl, um unser Schiff wieder zusammenzuschustern und diesen schrecklichen Ort zu verlassen. Das Problem ist nur, dass das Gebäude immer wieder zusammenstürzt und sich dann wieder aufbaut. Penache hat die Zeit gestoppt. Wir haben etwa anderthalb Minuten Zeit, bis es wieder in sich zusammenfällt. Wenn man bedenkt, was wir alles brauchen, werden wir mindestens ein paar Tage hier bleiben müssen. Okay. Ein Altar steht vor einem magischen, pulsierenden Kristall. Darauf befindet sich eine kleine ringförmige Einlassung, die bogenförmige Magie erstrahlt. Der Altar ähnelt demjenigen, den du bereits gefunden hast, ist aber nicht aktiv. Du könntest ihn aktivieren, wenn du den Ring findest, der in die Einlassung passt. Also nochmal wieder herkommen. Natürlich. Dann gucken wir doch mal nach rechts rein und dann gehen wir zurück zu unseren Truppen. Unserer Truppe. Meine ich. Gut, was haben wir jetzt hier drin? Was für ein schönes Zimmer wartet hier auf mich? Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Angst davor, weil es ja hieß, dass wenn ich mit Pike rumlaufe, es auch scheinbar Gegnerkämpfe geben kann. Die Magie, die die Türen in diese Halle, diese Türen dieser Halle umgibt, ist auf beiden Seiten aktiv. Eine Öffnung ist nicht möglich. Ein Mann liegt bewusstlos auf dem Bett. Ab und an zuckt er auf, als würde er von magischer Energie durchgerüttelt. An seinen aufgequollenen linken Hand steckt ein Ring, der Magie aus der Luft um ihn herum zu absorbieren scheint. Vielleicht passt er ja zu dem Altar im vorherigen Raum. Finger abschneiden. Du wagst es, meinen Schlaf zu stören? Ich töte dich schnell. Und da passiert, was ich gesagt habe. Wenn ich in Tarnung gebe, bin ich ja untouchable. Oder nicht? Scheinbar nicht. Ich dachte, ich wäre untouchable. Na gut. Und dann halt so. Ich habe zwar ein bisschen auf die Fresse gekriegt, aber egal. Kriege ich schon alleine hin. Selbst im Tod noch arrogant. So, was haben wir hier? Nachspiel. Au! Götter, seit der Explosion ist ein Tag vergangen, schätze ich. Welcher Schrecken auch die Hauptstadt getroffen und das Meer befleckt hat. Endlich sind wir am gesegneten Ufer angelangt. Was hätten wir sonst tun sollen? Wir hätten kaum noch Rationen und kein Ziel. Natürlich versuchen wir, vor Anker zu gehen. Galuf trifft keine Schuld, dass wir gelaufen sind. Die Küste war kaum auszumachen. Diese merkwürdigen Nebel war überall, aber das Dock war unbeschädigt, genau wie das letzte Mal, als wir hier waren. Wir wollten uns daran entlanghangeln, als plötzlich ein gesunkenes Schiff vor uns aus dem Wasser aufstieg und die zerbrochenen Planken sich wieder zusammenfügten, als würde die Zeit rückwärts laufen. Ich übernehme die Verantwortung für den Befehl, aber nicht für die Katastrophe. Welche Sterblichen hätten sich so etwas ausmalen können? Phantomarbeiter tragen immer noch die Waren zu Schiffen. Die zerbersten, sinken und wieder erheben. Wir brauchen Vorräte. Wir werden das Landesinnere erkunden müssen.
ich bin ja jetzt mal gespannt, was das macht. Wenn ich hier reingehe, wird dann die hier geöffnet oder wie? Okay, dann legen wir mal dieses runde Ding da rein. Bock. Der Altar erwacht zum Leben aus der groben Halbschatten der ihn umgebenden Magie entsteht ein Bild, das eine Karte der umliegenden Räume erinnert. Darauf sind zwei leuchtende Symbole zu sehen, von denen sich eins im Korridor und eins über dem benachbarten Schlafsaal befindet. Wenn du diesen Stein drückst, wird die Energieversorgung der magischen Barriere unterbrochen. Das Symbol über den Schlafsälen flackert kurz, als du es berührst und leuchtet Sekunden später noch heller auf. Nichts passiert. Also kann ich es doch nicht ausmachen. Okay. Offensichtlich musste ich das tun. Sonst wäre ich später nicht weitergekommen. Gut, dann gehe ich mal zurück zu meinem Trupp, I guess. Hallo? Trupp? Ich würde gerne zu meinem Trupp. Okay, mit E funktioniert's. Wenigstens etwas. Müsste mich heilen. Kann ich hier rasten? Nö. Na gut, dann muss ich das hier wohl nehmen. Wohl oder übel muss ich das dann wohl nehmen. Na gut. Der hat viel Leben. Mit euch. So, dann machen wir doch mal das hier. Und dann machen wir mal das hier. Dann wird Miss Fortune erstmal leichtes Spiel haben. Genau. Ein weiterer erledigt. Aua. Wir weiter. Aua. Toll, ich darf nicht machen, was ich machen möchte. Das ist natürlich gut. Laui hat gar keine Lust zu heilen. Okay. Ist erledigt. Cool, die Laui. Na gut. Ich sollte vorher, I guess, einen Gruppentrank nehmen. Hm, wo hab ich denn einen da? Heiltrank. Habe ich nicht mehr. Okay. Da muss ich lang.
Nee, warte mal, wo muss ich lang? Optionsliste? Nein, ich will kein Tutorial angucken. Ich muss eigentlich mich halt heilen. Wird nicht lange dauern. So, dann kommt mal her. Dann mach ich halt nochmal das oder versuch das halt nochmal. Erwischt. So, Ich bin dran. Dann heile ich nochmal alle. dann gehe ich mit normalen Angriffen drauf. Ich bin meiner Göttin dankbar. Hast das Bild. Tot und vergessen. Ich glaube, ich darf einfach nicht mehr angreifen. Interessant. Dann das gleiche Spiel nochmal. Dann holen wir einmal kurz den Tagen. Tja. Gehen wir einmal hier rein. Einmal hier rein. Hab dich gewarnt. Heilen wir einmal Eloy. Jo. Alles muss fließen. Geht doch ein bisschen. Braum scheint ein Level-Up zu haben. Ich bin mir unsicher, wo ich lang gehen soll, aber wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und bye bye.